Ich habe ihnen sogar die chinesische Mauer geklaut. Ja, das ist doch mal geil. Ups. Sorry, Napoleon. Ich glaube, du hast deine chinesische Mauer gerade verloren. Ich würde ja gerne lügen, aber es tut mir überhaupt nicht leid. Es tut mir echt nicht leid. Ach ja, du kannst so schön kacken gehen, Alter. So richtig schön mit Anlauf. Kannst du mich mal lieb haben? Toll. Okay, merken, zwei Angriffe ist ein Angriff zu viel anscheinend. So, Musketier, Schütze ist fertig, Musketier kann abtreten, auf Wiedersehen. So, da ist auch eine Eisenbahn fertig, wunderbar. Und die Jungs schreiten auch mal weiter voran. Da ist immer noch kein Schütze, da auch nicht. Oder wird einfach nicht gebaut. Muss ich gleich mal gucken. Schön. Einfach schön. Ein schönes Lied für ein schönes Land, was? Ordnung wiederhergestellt in Toulouse, das lese ich doch gerne. In das letzte habe ich jetzt gerade ein bisschen überlesen, aber egal. Ne, die bauen ihren Schützen. Okay. Was haben wir denn hier oben Feines? Könnte das sein, dass da oben schon seine Hauptstadt sitzt, sag mal? Schauen wir mal. Schicken wir mal unsere Ritter erstmal dahin. Danach können sie ja immer noch da entlang gehen. So, Eisenbahn. Du hast immer noch einen Ritter an Bord. Dann lad den mal ab. Hallöche, Popöchen. Der Ritter bleibt schön in der Stadt drin. Während seine Kollegen sich mal ein bisschen umgucken. Ach, ich könnte ja schon mal Moskau befreien, ne? So, ihr habt eure Garnison fertig. Perfekt. Das heißt, ihr baut erstmal eine Kaserne. Wieso habt ihr keine Kaserne? Wie sieht's mit euch aus? Ihr baut noch ein Musketier? Nein, Schütze. So, und dann wird der Musketier aufgelöst. Auf Wiedersehen. Und die haben schon ihren zweiten Schütze. Was ist los mit euch? Atlanta, ihr schreitet schneller voran als geplant. Wahnsinn. Ihr Teufelskerle, ihr. Die bauen auch, genau. Also Buffalo ist jetzt mittlerweile eine der größten Städte, die wir haben. Wisst ihr das eigentlich? Ich glaube sogar die größte Stadt. Oh, und die Staatskasse füllt sich. Oh, ist das schön. So macht Zivilspaß. Herrlich. So, und die Fregatte kehrt mal bitte zurück auf den alten Kontinent. Und dann wird sie gleich mal einen Schützen und einen Siedler mitnehmen und dann mal auf dieser kleinen Insel hier mal eine Stadt errichten. Und zwar genau da, wo das Dorf sitzt. Ich glaube, das ist eine gute Position für eine Stadt. Falls ich überhaupt noch Städte gründen darf. So viele Städte, wie ich jetzt schon wieder habe. Das ist ja Wahnsinn. Ich meine, gut, wenn man mir den Krieg erklärt, dann hat man einfach Pech gehabt, ne? Ganz einfach. So einfach läuft das in der Geschichte. Wenn man Krieg erklärt, muss man auch damit rechnen, dass es Krieg gibt, ne? Und nicht einfach so, ja, nee, ich erkläre zwar den Krieg, aber es passiert nichts. Nee, das funktioniert nicht, Freundchen. Das funktioniert nicht. Das ist nicht drin. So, dann kann der Musketier auch aufgelöst werden, der letzte. Und ihr baut mal bitte. Puh, gute Frage. Was baut ihr denn mal? Ach komm, baut die große Kirche. Zack. Seid ihr auf Dauer zufriedengestellt und der Musketier kann abtreten. Vielen Dank. Der Ritter muss stehen bleiben. Du rückst vor, aber vorsichtig bitte. Ich will euch nämlich nicht verlieren. Vor allem nicht so. Hi.
ein Marktplatz. Sehr schön. Ihr habt auch noch Musketiere. Wird sich ändern. Schützen. Ach ja. Und ich wollte eigentlich ein friedliches Spiel mit den Amerikanern machen. Naja. Ach! Guck mal, wen haben wir denn da? Mensch. Ist nicht wahr, da. Ich sag doch, der Zulu hat noch irgendwo was. Mitten auf dem französischen Gebiet. Ist nicht wahr, da. Da kann ich natürlich lange suchen. So, der Musketier kann abtreten. So. Du musst leider noch warten. So, unser Panzerschiff hat gleich seine Runde gedreht. Um nach Moskau zu... Hallo! Sowas tut doch immer weh. Soll ich schon mal da hingehen? Ja, du kannst doch schon mal hingehen eigentlich und wartest da. So, der geht schon mal in die Richtung. Der guckt schon mal hier. Ja. Gesundheit. Schön, zeigen die einfach mal einen Ölförderturm. Passt ja gut zu den Amerikanern. Kraftwerk. Okay. Verbrennungsmotor. Ja, dann holen wir den uns mal. Der ja damals, glaube ich, in der ersten Frage damals enthalten war. Die ich auch überhaupt nicht verkackt habe. Jo. Acht Goldstücke. Oh Mensch, der hat für mich ein bisschen gesammelt. Das freut mich. Ja, irgendwie geht's euch so. Scheiße. Aber jetzt dürfte der Zulu wirklich nichts mehr haben. Jetzt dürfte er wirklich am Ende sein. Es würde mich wundern, wenn er jetzt noch was hat. Also ganz ehrlich. Ach ja, schön. Eine Kaserne kriegen wir auch dazu. Geil. Können wir gleich Schützen bauen. 10, oh, jo, geil, nehmen wir mit. Statt auf 2, 10 Runden für den Schützen. Super. Zulu-Zivilisation von Amerikanern zerstört. Jawoll. Tja, da kommt dabei raus, wenn man mich ärgert. Und eure Miliz haben wir auch gleich. Die haben Milizen noch. Leute. Milizen. Die sind ja mal völlig veraltet. So, die Stadt des Windes ist jetzt auch mit am Umrüsten. Sehr schön. Milizen, Leute. Ah! Der Kollege kann sich jetzt auch zurückziehen. Der erste Schütze ist da. Du wirst noch warten müssen. Ich speichere vorher mal. Wir haben die Zulu vernichtet. Das zweite Volk nach den Ägyptern. Und die Stadt ist leer. Der feuchte Traum der Amerikaner. Wir marschieren in Moskau ein. Geil. Zwei Goldstücke geraubt. Amerikaner erobern Moskau. Die ehemalige russische Hauptstadt ist jetzt in amerikanischer Hand. Und leider klingt das lustiger, als es in Wirklichkeit ist. Aber glücklicherweise ist es nur ein Spiel. Und nicht die Wirklichkeit. Denn in Wirklichkeit würde es, glaube ich, ganz anders ausgehen. Da würde es keine Gewinner geben. Auf keiner Seite. So, wir haben also die ehemalige russische Hauptstadt besetzt. Und können damit jetzt machen, was wir wollen. Und das werden wir auch. Wir bauen jetzt erstmal Schützen. Geil. Die Amerikaner erobern Moskau. Ist ja fast schon eigentlich ein Titel wert. Also ein Videotitel meine ich jetzt für YouTube.
So, St. Louis. Ich wiederhole es gerne nochmal. Eine der Städte, die auch tatsächlich bei Alarmstufe Rot 2 mit vertreten war. Ihr baut bitte mal eine Bibliothek, denn eure Verteidigung ist jetzt erstmal abgeschlossen. 3 Schützen dürften erstmal reichen. War klar. Franzosen stehlen Kommunismus. Mhm. Ist interessant, dass sie ausgerechnet den Kommunismus stehlen, aber nicht Schwarzpulver. Die hätten Musketiere kriegen können. Nein, wollten sie nicht. Haben sie Pech gehabt. Wenn sie keine Musketiere wollen, okay. Aber ein Grund mehr, sie zu vernichten. Und das meine ich ernst. Ich vernichte die echt, weil ich mag es nicht haben, wenn man mehr Technologien klaut. Genauso auch, was in den späteren Spielen leider auch zu gerne der Fall ist, wenn die mit ihren Missionaren um die Ecke kommen. Oh, ich hasse es. Wenn sie mit Missionaren um die Ecke kommen. Oh, furchtbar. Oh. Das ist gut. Ja, ich habe genug Ritter. Von daher dürfte das jetzt nicht das Problem sein. Und unser Panzerschiff fährt mal Richtung Neapel. Hört man auch so nicht jeden Tag. Und der ist auch weg. Und Buffalo hat auch seinen ersten Schützen. Hervorragend. Buffalo hat auch keinen Siedler tatsächlich. Könnte sein, dass ich Buffalo dann auserwählen werde, den Siedler zu stellen für die neue Stadt, die wir auf der anderen Insel errichten wollen. Und ihr habt auch euren zweiten Schützen. Ihr werdet jetzt einen Siedler bauen, bitte. Damit auch ihr modernisiert werden könnt. Die haben auch ihren zweiten Schützen. Ihr werdet noch warten müssen. Ihr könnt währenddessen schon mal einen Marktplatz sollt ihr haben. Mit eurem Siedler werdet ihr euch noch gedulden müssen. Weil ihr seid noch nicht stark genug, um einen Siedler zu verkraften. So. Die Musketiere werden aufgelöst. Die brauchen wir nicht mehr. Und unsere alte Fregatte, die segelt langsam weiter Richtung Heimat. Hi, na? Magst du meine Stadt? Das ist aber schön. Kannst auch auf ewig bleiben, und zwar unter der Erde. Ich weiß was. Es wäre jetzt ein Witz gewesen, wenn wir jetzt verloren hätten. Tja, schade, das war dein Siedler. Tut mir ja nicht leid. So, ein Schütze gibt's noch, dann sind die fertig. Überrascht mich aber nicht, weil Atlanta ist echt schnell. So, und auch der Musketier sagt auf Wiedersehen. Beziehungsweise auf Nimmerwiedersehen. Aber ich muss echt sagen, das Spiel macht riesen Spaß. Echt. Huch. Also wenn Colonization, ich habe ja die Sid Meier Edition, wo sämtliche Klassiker dabei sind, also auch das erste Colonization. Und wenn das ähnlich spaßig ist, könnte ich mir das, weil ich kenne das überhaupt nicht. Ich habe mir die Disc bisher gar nicht angeguckt, bis auf eben halt kurz mal den ersten Teil hier angetestet, um zu sehen, ob das überhaupt läuft über DOSBox. Und das läuft, sieht man ja, sonst könnte ich das ja jetzt nicht mit euch spielen. Und ja. Ach ja, ach ja. Eine sehr kriegerische Session und eine sehr erfolgreiche Session. Es könnte übrigens tatsächlich sein, dass in der nächsten Session dann schon Schluss ist mit Civi. Also wenn wir so weitermachen wie jetzt heute und auch ähnlich erfolgreich sind wie heute, also ja, dann werden wir das Spiel leider recht schnell beenden. Ausnahmsweise mal auf kriegerische Art. Das wäre mal was anderes. Weil wir hätten dann theoretisch 3 verschiedene Siegesarten. Ja, ist tatsächlich so. Wir hätten dann 3 verschiedene Siegesarten. Wir hätten dann einmal Weltraum gehabt, einmal Zeit und einmal dann Krieg. Über die Reihe verteilt. Auch schön.
Warum nicht? Kann man ja mal machen. Nein. Ich rede nicht mit Franzosen. Was? Was? Freunde, das lade ich gleich. Das ist eine Frechheit. Da vernichtet er mir einfach zwei meiner Leute. Einfach so, ohne mich zu fragen. Das geht gar nicht. Das wird gleich neu geladen. Das geht so nicht. Böser Franzose. Wehrt sich gegen die amerikanische Dominanz. Das kann ja wohl nicht angehen. Das ist unglaublich. So. Super. Ja, so viel dazu, dass ein Safe Game überhaupt nicht den Spieleinfluss beeinflussen kann. Nein. Sieht man ja. Scheiße. Fuck. Na immerhin, dafür bleiben die erhalten. Guter Tausch. Tausche 2 gegen 1. Ist in Ordnung. Die bauen Kasernen. Sehr schön. Ihr seid auf 5. Nein, auf 6 seid ihr sogar. Ihr würdet einen Siedler theoretisch verkraften. Dann baut mal einen. Schnell speichern. 1885. Irre. Ich bin echt mal gespannt, wann dieses Spiel, ob dieses Spiel zeitlich endet oder nicht. Ich hoffe es nicht. Oh, auf 6. Mhm. Okay, wenn du mich nicht durchlässt, mache ich den Weg frei. Oh. Die wehren sich echt hartnäckig, muss man echt sagen. So, dort ist der erste Schütze fertig. Sehr schön. Schütze, befestigen. Auflösen. Wobei, eigentlich hätten wir den Musketier noch mitschicken können, aber ist, naja, ist egal. So, das Panzerschiff kommt langsam auch mal Richtung Neapel. New York! Stellt Johann Sebastian Bachs Kirche fertig. Geil. Die jetzt wahrscheinlich schon längst veraltet ist, genauso wie ihre Garnison hier. Sehr schön. Ihr baut erstmal einen Schützen, bitte. Den werdet ihr nämlich gleich mal zur Verfügung stellen für Buffalo. Für ihren Siedler. Und Boston baut eine große Kirche. Und haben auch noch Musketiere, Schützen. Ja, St. Louis braucht ein Aquädukt. Das ist mir durchaus bekannt. Und ich werde gleich mal gucken, wie das mit unserem Umsatz aussieht. Nicht, dass wir im Minus sind, um Gottes Willen. Das wollen wir doch gar nicht. Ich finde die Liste richtig gut. Jo. Ich würde mal sagen, solides Plus. Perfekt. So, positionier dich mal bitte bei Buffalo. Und unsere anderen Ritter kommen auch langsam mal hoch. Das ist sehr schön. Ewigkeiten brauchen sie und jetzt so langsam kommen sie mal hoch. Und nochmal speichern, weil es so schön war. Wunderbar. 4 Goldstücke geraubt. Ich überspringe das jetzt mal. Jetzt ist mal gut. Ich habe das jetzt ein paar Mal gezeigt. Jetzt reicht das wirklich mal. So, und ihr baut erstmal Schützen. Ich glaube, da wir hier 2 Städte in der Nähe haben, wäre es nicht schlecht, wenn wir, glaube ich, mal 2 Ritter stehen lassen. Verstärkungen sind ja unterwegs. Ich finde das richtig schön. Neapel, ein Goldstück überspringen. Wunderbar. Wir erobern hier eine Stadt nach der anderen.
1 eigentlich. Ja. Schön ausgebaut erstmal. Ach, verpiss dich. Und wir haben den Verbrennungsmotor. Jawohl. Kreuzer. Okay. Jetzt kommen so langsam die modernen Einheiten. Oh nein, jetzt werden wir alle Kasernen weggehauen. Super.